Ja, willkommen bei dem Schiff Talk heute Abend. Ich freue mich total. Ich war positiv aufgeregt heute, weil ich dachte, wir haben so eine tolle Community und ich bin total gespannt drauf, auf die Fragen einzugehen. Uns haben viele Fragen erreicht, tatsächlich mehr als 70, 80 Fragen. Wir haben die dann mal geclustert und zusammengebracht und würden die Fragen jetzt erstmal durchgehen. Es wird eine lange Nacht. Es wird eine lange Nacht, genau, und euch ein bisschen Einblick geben in die Fragestellungen, die vorher gekommen sind. Und ich würde sagen, wir springen ins kalte Wasser rein und gehen gleich die Fragen durch. Eine Sache will ich aber noch loswerden. Das macht doch mal. Ja, weshalb ich mich heute so gefreut habe auf den Abend, ist, dass ich immer wieder so krass begeistert bin davon, wie unsere Community Shift unterstützt, dass sie mit dabei ist, wenn wir neue Geräte launchen. Das war richtig gut und richtig einfach total mutmachend zu erleben. Und da würde ich total gerne Danke zu sagen, weil ich weiß nicht, wie du das so wahrnimmst in deinem Kontext, in deinem Umfeld. Es ist gerade irgendwie eine schwierige Zeit und mein Eindruck ist so Veränderungen irgendwie. Es gibt so viele schlechte Nachrichten, aber dann so zu erleben, man darf Veränderungen gestalten, finde ich total schön und finde ich ein großes Vorrecht. Und da wollte ich einfach gerne mal Danke sagen, dass wir das dürfen und wir wollen euch so gut es geht mit einbeziehen und Fragen beantworten und nachher gerne im Chat Gemeinschaft haben. Ja, und auch gern hören, was euch wichtig ist, was ihr Ja, euch wünscht und genau. so, weil noch gibt es einige Möglichkeiten, wo man auch Rückmeldung geben kann, wo wir noch drauf eingehen können auch und so. Ja, ich hänge mich da dran, sag auch. Vielen Dank, wir fühlen uns sehr beschenkt. Hier sehe ich eine Frage. Welche Display-Technologie wird verwendet? Genau, der erste Themenkomplex, wir haben es ein bisschen geclustert, ist so rund ums Display. Waren tatsächlich mit die meisten Fragen, ja, rund ums Display. Deshalb jetzt erstmal zum Display Da springe ich doch beantworten wir vielleicht gerne schon mal gleich Fragen. rein, Ja, oder? genau. Es ist tatsächlich sogar noch nicht mal final entschieden. Wir wissen schon, was wir wollen. Wir haben diverse Displays schon in der Auswahl. Wir können aber noch quasi das gleiche Display, was wirklich ähnlich aussieht, sowohl als ein IPS, also ein LCD-Display, als auch ein AMOLED-Display bekommen. Und es ist sogar noch offen, und das fände ich total spannend, dass wir vielleicht sogar beides machen können. Das heißt, man kann tatsächlich wählen, möchte man ein AMOLED oder ein IPS. Ihr wisst ja so ein bisschen die Vor- und Nachteile. AMOLED-IPS. AMOLED hat halt ein bisschen weniger Stromverbrauch, höheren Kontrast, ein bisschen heller meistens, stärkere Farben auch, Farbraum. Dafür auch ein paar Nachteile. AMOLED kann eher Nachbilder bekommen, also so Burn-in bekommen. Mit der Zeit dann, Oder auch ne? mit der Zeit irgendwann das Grün manchmal ein bisschen stärker wird oder so. Und auch manchmal ist es nicht ganz so robust. Also das AMOLED kann von innen eher brechen. Wobei IPS, habe erstmal lange eine Spider-App und so, bis dann Ja, irgendwie. das stimmt. Und bei den AMOLED-Displays ist dann also relativ bald so, sobald ein Riss im Inneren ist, dass das Display komplett aussteigt, ne? Genau. Und dann. Genau, IPS hat halt so den Vorteil, ist ein bisschen robuster und natürlich auch günstiger. Also es wäre dann auch natürlich ist die günstigere Variante. Ja, beides hat Vor- und Nachteile. Meistens will man wahrscheinlich heute AMOLED, aber ist natürlich auch bei einer Reparatur dann teurer, wenn es mal kaputt geht. Ich finde das cool, wenn wir beides anbieten können und man kann dann selber entscheiden, will ich lieber ein robusteres und kann ein bisschen auf Farbraum und so verzichten, auf bessere Qualität oder will ich Ja. wirklich das schöne High-End-Display mit den Genau, das fände knackigen ich auch der Farben. Hammer. Wollten wir auch da früher schon mal. Ja. Damals haben wir es nicht so gut hingekriegt, weil da gab es Beschränkungen und so, die das nicht möglich gemacht haben. Aber die haben wir gelöst jetzt und wir sind der Meinung, es funktioniert. Und das wird sich in den nächsten paar Wochen zeigen, ob das dann wirklich vom Platinendesign alles funktioniert und so. Ja. Die nächste Frage auch wieder Display natürlich. Kommen jetzt lauter Display-Fragen. Weshalb werden die Displays immer größer? Und ich schiebe mal die darauffolgende Frage nach. Welche Zollgröße wird es denn werden beim Shift Phone 8?
Willst du bestimmt was zu sagen? Oder? Kann ich total gerne was zu sagen. Also es wird, ich fange mal mit der hinteren an, es wird ein 6-Zoll-Gerät, also ähnlich wie das Shift 6MQ. Vom Formfaktor bleiben wir auch wie beim Shift 6MQ, aber dass dadurch, dass wir weniger Rand bekommen werden, wird es ein bisschen größer werden, die Displayfläche an sich. Uns haben auch einige Nachrichten erreicht oder Anfragen erreicht, hey, könnt ihr nicht auch ein kleineres Gerät machen? Und das ist eine Sache, die ist ein bisschen schwierig, weil tatsächlich der Markt sich komplett anders entwickelt. Das ist ein Aspekt. Das ist ein Aspekt. Mhm. Es gibt mehrere Aspekte daran. Das andere ist, weil der Formfaktor der Geräte im 6-Zoll-Bereich, wir fangen ja oft mit dem Display an zu gestalten, ne, weil man da die Grundfläche schon mal hat und dann alles gut anordnen kann. Und sowohl Antennendesign, Akku unterzukriegen in der vernünftigen Größe und so weiter, das ist halt in einem 6-Zoll-Gerät richtig gut möglich. Bei einem 5-Zoll-Gerät muss man sehr viele Abstriche machen, was, glaube ich, User auch abschrecken würde, weil das Gerät dann bestimmte Features nicht so gut haben kann wie eine große. Das Ausbildung. Und es wäre auch vom Formfaktor wesentlich dicker. Ja. Es würde wesentlich dicker werden, damit man die Batterielaufzeit auch hinbekommt. Ja. Da gibt es halt einfach Beschränkungen, wenn es halt auch modular sein soll und reparierbar, was wir auf jeden Fall machen wollen. Genau, und deswegen gucken wir immer, dass wir so die Größen machen, die so der beste Kompromiss sind, aus dem, was man bekommt und hat. Und und wir mögen auch kleinere Größen. Also wir fänden es jetzt auch gar nicht schlecht, wenn wir ein richtig schönes, flaches, kleines Phone machen könnten. Aber das ist derzeit modular reparierbar so nicht möglich. Also dann macht man richtig krasse Abstriche auf anderen Bereichen. Ja. Genau, wir bleiben noch beim Display. Es sind auch jetzt Fragen im Chat eingekommen. Da gehen wir gleich dann drauf ein, weil da geht es jetzt hier um die Akustik, weil da kommt gleich später der Themenpunkt noch. Also ja, wir sehen das und wir vergessen es nicht, aber bleiben jetzt erst nochmal beim Display-Thema. Und zwar die Frage Größe, wird es ein randloses Display geben und was sind die größten Herausforderungen eines solchen Designs? So, das kannst du am besten. Das ist eine Designfrage, kannst du gut beantworten. Also randloses Design, wir haben tatsächlich auch eine Option von einem randlosen Display uns angeschaut und geprüft und wäre tatsächlich auch gar nicht so schlecht. Problem ist halt immer bei randlosem Design, erstens Kamera. Was macht man mit der Kamera? Hm. Man kann die Kamera auch heutzutage hinter das Display machen. Hm. Gibt es aber auch Abstriche in der Qualität, Kontrast und so weiter. Hm. Ja, und ansonsten muss man dann irgendwie Löcher oder halt V-Shape oder irgendein Notch oder sowas machen, damit das dann irgendwie ganz gut funktioniert. Und wir haben versucht, den besten Kompromiss hinzubekommen. Es gibt auch noch mehrere im Rennen, aber das, wofür wir uns jetzt schon so ein bisschen entschieden haben, was es auch wahrscheinlich werden wird, da hat der Daniel sich die Mühe gemacht und hat mal ein Rendering gemacht. Das können wir mal gucken, ob wir das gleich auf den Screen bekommen, wo man das so ein bisschen sehen kann. Also es hat sehr, sehr wenig Rand, das Gerät. Also wir gehen natürlich so auf die besten, neuesten Technologien, die man heute so machen kann. Und das ist wirklich auch das, was heute so möglich ist, wieder aufnimmt. Das ist hier alles schön schwarz und schwarz. Man braucht jetzt, kann man den Monitor ein bisschen heller stellen oder wir können mal ein bisschen rein zoomen vielleicht auf den Kamerabereich und den Rand, wo man so sieht. Also sind wirklich nur ein paar Millimeter Rand jetzt oben und an den Seiten noch weniger. Und wir wollen eben den gleichen Rand oben und unten. Wir mögen das nicht so gerne, wenn es da unterschiedliche Ränder gibt oder auch unterschiedliche Radien. Also es wird wieder richtig schön vom Design her minimalistisch. Und wir haben aber bei der Kamera jetzt in dem Entwurf, den wir hier haben, ist die Kamera nochmal so ein bisschen ausgespart. Das ist jetzt nicht so ein wirklicher V-Shape, weil natürlich die Kamera so auf der Linie vom Display hängt und nur der eine Teil nur so ganz leicht einbeult. Aber das war so der Kompromiss, der beste Kompromiss, den wir so gefunden haben. Es gibt noch ein paar Themen rund ums Display. Da können wir das Bild vom Daniel gerne noch anlassen, ja dann drauf eingehen. Werden die Ecken des Bildschirms eher Ecken, so wie beim 6MQ oder wie bei Sony-Geräten als Beispiel, oder wird es übermäßig abgerundet, zum Beispiel wie beim Samsung sein? Wenn wir die Frage richtig verstanden haben, dann geht es ja da. Es gibt zwei Interpretationsmöglichkeiten. Genau. Also quasi hier, ne, dass diese Rundung abgerundet ist und das Display noch so um die Ecke rumgehen wird.
Das wäre die eine Interpretationsmöglichkeit der Frage. Genau, die eine, und da können wir schon drauf antworten. Es wird so ähnlich jetzt wie beim 6MQ sein. Ja. Die Rückseite ist quasi rund, dass man das fühlt, und die Vorderseite, da wollen wir auch wegen dem Panzerglas und anderen Sachen möglichst plan und glatt bleiben und keine Rundung irgendwie mit dem Display noch machen, weil es hat diverse Nachteile, wenn man das macht. Es sieht vielleicht erstmal schicker aus, aber es rutscht einem auch eher aus der Hand. Es ist anfälliger für Beschädigungen und natürlich auch Panzerglasaufbringung ist schwieriger, das ohne Blasen hinzubekommen und ja, diverse andere Sachen, die dann großen Nachteil nachher bilden. Deswegen wollen wir es nicht so gerne. Wir wollen auch, dass man spürt, was ist der, also ohne das Gerät angucken zu müssen, spürt, wo es hinten, wo es vorne. Genau, dann machen wir noch die letzte Displayfrage, die wir hier auf der Liste haben. Und dann kamen aber noch Displayfragen im Chat rein. Ja, aber ich wollte noch kurz auf die andere Variante eingehen. Ach so, ja. Andere, genau, weil man könnte es ja auch so interpretieren, die Ecken, also jetzt die vier Ecken vom Display. Ja, Daniel zeigt es. Und da, die machen wir schon ein bisschen rund, weil wir quasi versuchen, minimalen Rand zu haben. Und das Gerät selber wollen wir nicht zu edgy machen, also die vier Ecken des Gerätes, sondern sie soll schon so ein bisschen runder sein, weil, also einmal grafisch wir es schöner finden, aber es passt auch besser zu diesem Shift-Design, wo wir immer so ein bisschen runde Ecken haben. Und so finden wir es jetzt, wie man es hier gerade sieht, eigentlich ganz gut aus Rundung und gerade und folgen dem halt auch so ein bisschen vom Display her. Hat aber auch damit zu tun, das Display selbst, was wir jetzt da ausgewählt haben, das hat auch schon so eine Rundung. Und dann kam eben die eine Frage noch im Chat, die lautet, bei LG gibt es eine Hülle, in die ein zweites Display integriert ist. Dafür muss das Phone Kontakte auf der Rückseite haben. Ist quasi die billige modulare Version eines Falthandys. Denkbar? Fragezeichen. Also jetzt für das Modell denke ich mal wahrscheinlich eher nicht. Prinzipiell kann man sich das schon vorstellen, weil wir machen jetzt ja das wasserdichte Phone. Mhm. Und da ist es schwierig mit Anschlüssen noch nach hinten. Noch zusätzliche Kontakte dran. Aber uns war jetzt mega wichtig, dass wir es schaffen, ein reparierbares, modulares und trotzdem wasserdichtes Phone zu machen. Mhm. Damit, falls es mal in die Toilette fällt oder keine Ahnung was, es nicht gleich Wasserschaden hat und vielleicht kaputt geht. Genau, dann haben wir alle Themen rund ums Display erstmal geschafft. Ich gucke gerade noch mal hier in den Chat. Nee, Fragen noch zum Akku und zu anderen Sachen. Ja. Dann wären wir aber auch schon beim Akku. Genau, dann sind wir schon beim Thema Akku. Sage ich was zum ersten Punkt vielleicht erstmal? Ja, genau. Also die Frage war, wird der Akku vom 6MQ verwendet? Antwort ist ja. Also wir wollen ganz genau den gleichen Akku verwenden, weil das ist unser Universal-Akku für die Zukunft. Das heißt, jedes Gerät, was so einen Formfaktor in der Art hat, das möchten wir auch gerne mit diesem Akku ausstatten, damit alle Geräte austauschbare Akkus haben. Wir auch, ihr wisst ja, die Tastatur, die wir hier haben fürs 13MI, die hat jetzt zwei von diesen Akkus drin, ist auch so ein Multiladegerät dafür, 6MQ selber und jetzt das neue Phone eben auch. Das heißt, das ist alles kompatibel und passt und ist derselbe Akku. Wir haben nochmal eine Sache verbessert vom 6MQ, und zwar der äußere Shapeburger, der wurde ganz leicht angepasst, der ist rückwärtskompatibel, also es funktioniert überall, aber hat den Vorteil, man kann besser einklicken. Mhm. Zum Beispiel hier bei der Tastatur haben wir so einen kleinen Auswurfhebel, und da klickt das dann richtig rein und hält fester als die Batterie vorher, die wir hatten. Und ein weiterer Vorteil ist ja auch, wenn sich in der Akkutechnologie was tut, ne, dann können wir auch in ältere Modelle nachhaltigere oder langlebigere Akkus einbauen. Genau. Ohne dass, und das, ne, ist dann ein Upgrade für alle Gerätegenerationen. Ja, und man ist auch vor allen Dingen sicher, es gibt immer frische Akkus. Genau. Also selbst wenn das Gerät, keine Ahnung wie alt ist, wenn es derselbe Akku ist, der im neuen Gerät ist, hast du immer eine frische Produktion mit frischen Akkus jederzeit. Und das ist halt auch super cool. Denn Akkus kann man auch nicht gut lagern. Mhm. Also wenn man da eine Produktion macht und hat dann irgendwie, was weiß ich, viele Akkus auf Lager, die dann 3 Jahre liegen, ist halt die Kapazität auch schon ziemlich runter. Und das ist uns halt wichtig, dass man nicht zu viele lagern muss und immer frische Produktionen hat, aber dann profitieren quasi alle Geräteklassen davon. Ja. Eine Frage kam noch zum Display rein. Wir springen noch einmal zurück. Und zwar, ob wir den Service anbieten können, dass wir das Panzerglas mit der Kamera, mit dem Kameraslider, was wir bei uns im Sortiment haben, dass wir das schon vorher anbringen, weil die Person, sie hat Schwierigkeiten beim Aufbringen,
Da muss man wirklich das sehr, sehr genau machen, damit das dann die Kamera nicht irgendwie so eine Vignette bekommt oder so. Da können wir gleich noch was zu sagen, weil das hat sich eigentlich erübrigt. Wir brauchen bei dem Phone ja keinen Cam-Slider mehr. Da sagen wir aber dann gleich noch was zu. Und dann ist die Frage noch zum Display. Steht es fest, dass die Notch oben zentriert ist? Also wenn es eine Notch wird, fänden wir es schon gut, dass sie zentriert ist. Wenn es jetzt ein Kameraloch werden würde, einfach nur, kann man sich auch gut vorstellen, dass es irgendwo an der Seite ist. Ja. Warum? Bei Android hat man ja von der einen Seite kommt die Statusmeldung, von der anderen Seite kommt Batterie, Uhrzeit und so weiter. Ja. Genau, und in der Mitte ist eigentlich der freie Bereich und deswegen ist eigentlich gut, man nutzt den eben auch. Ist eigentlich schöner vom UI. Genau. Noch weitere Frage zum Akku. Ist es möglich, kabelloses Laden zu integrieren? Soll ich was zu sagen? Ja, komm. Sag ich was zu. Wir sind nicht so Freunde vom kabellosen Laden. Warum? Kabelloses Laden bedeutet Energieverlust. Gute 30%, die man verliert an Energie, einfach nur, weil man eben Induktion nutzt als Technologie und das Ganze erstmal die Energie quasi zweimal gewandelt werden muss, bevor sie dann wieder im Akku landet. Wir haben das vorgesehen, aber es hat nicht die höchste Priorität. Also wichtiger ist uns die Wasserdichtigkeit und nochmal andere Themen, auf die wir gleich eingehen, als das kabellose Laden. So als so eine, mal so, um so zwischenzuladen oder so. Ne? Dafür finden wir es auch natürlich in Ordnung, wenn man das nutzt und finden es auch ganz gut, wenn das im Auto manchmal kann es eine Hilfe sein. Genau, wenn man es ins Auto legt oder so. Und es dann gleich in so einer Ladeschale geladen wird, das ist dann ganz cool. Aber eigentlich finden wir es besser, gerade jetzt, weil Typ C auch ein super Anschluss ist. Ne? Du kannst super viel mit abdecken, der lädt super schnell und effizient. Ohne, dass es so warm wird. Genau. Und Wireless Charging ist ja nicht nur, dass das Strom verbraucht wird oder verschwendet wird, sondern die Batterie wird einem beim Laden auch heißer und alles wird erhitzt sich sehr viel stärker und ist auch noch schlechter für die Lebenszeit der Batterie und so. Ja, also wenn es aber wichtig ist, es wird auf jeden Fall was geben, wie man Wireless Charging laden kann. Also mindestens, dass man so ein, es gibt ja diese über Typ C, die man reinsteckt und dann kann man das nach hinten legen, so ein Receiver und darüber sowas auf jeden Fall, aber vielleicht auch richtig ins Gehäuse integriert. Jetzt wäre Thema Kamera dran. Ein wichtiges Feature für viele, dass eine gute Kamera am Phone ist. Fall. Und da ist die erste Frage, wird die Kamera besser als die Kamera des 6MQ? Das sage ich doch mal was zu. Ne? Ja. Sie wird auf jeden Fall besser als die Kamera des 6MQ. Aber die Kamera des 6MQ wird auch noch wesentlich besser. Das ist vielleicht auch noch eine schöne Neuigkeit, weil da wird sich einiges tun in der nächsten Zeit und auch mit dem Projekt, was wir jetzt machen, wird nicht nur die neue Kamera besser, sondern auch die 6MQ-Kamera wird auch noch mal weiter verbessert. Von der Software her, von der App her und andere Sachen. Manche Modi kommen noch dazu und so. Das wollen wir auch rückwirkend für die anderen Geräte und die alten Geräte auch. Aber auch von der Hardware und auch gerade von dem ISP, also die ganze Berechnung, ist der Chip, hat schon mehr Leistung als der. Es ist zwar ein 800er Chip beim 6MQ, für damals war das halt der Hammer. Aber es hat sich halt auch was getan in der Zwischenzeit. Und 700er Serie ist zwar ein bisschen drunter, unter der 800er, aber die haben sehr viel Wert auf Kamera gelegt und es hat einen sehr guten Bildverarbeitungsprozessor, sodass man auch recht viel machen kann. Also was mit Realtime-HDR und so ist halt alles möglich mit diesem Chip und genau. Und noch ein paar andere Sachen, die Kamera besser machen, nämlich gleich die nächste Frage. Ja, nächste Frage, werden Weitwinkel- und Makroaufnahmen möglich sein? Genau, und wir werden dieses Mal mindestens eine Dualkamera haben und eine Kamera von denen ist ein Ultra-Wide auf jeden Fall, also eine Weitwinkelkamera. Das heißt, wir können wesentlich weiter aufmachen und haben aber eine zweite Kamera, die quasi ein bisschen mehr reinzoomt und daraus berechnen wir dann das maximal gute Bild. Ja. Genau, Makroaufnahmen müssen wir noch gucken. Das hat mit der Fokussierung noch zu tun, wie dicht man ran kann. Da versuchen wir natürlich, das Maximale rauszuholen, was irgendwie geht. Da sagen wir euch aber nochmal Bescheid oder machen mal Testaufnahmen, was ist das Maximum an Makro, was man hinkriegen kann. Ja. Aber das geht eigentlich schon relativ gut. Also auch jetzt beim 6MQ kann ich ja schon mega ran, dass ich hier keine Ahnung, fein zu sagen. Meine Augen sind nicht mehr ganz so gut. Immer wenn ich was nicht lesen kann mit so mini kleiner Schrift, dann nehme ich mein 6MQ, halte es einmal dran
und dann kann ich endlich mal lesen. Genau. Eine Frage ist noch, Kamera ist ja nicht das Einzige, die Software ist auch oft das Problem, das ist richtig. Ben, willst du da kurz was sagen? Du bist unser Software-Experte zur Kamera. Ja, nehme ich gerne die Frage auf. Ja, das ist vollkommen richtig. Also selbst die Kamera, die wir jetzt beim 6MQ drin haben, ist schon richtig gute Hardware. Und in der Tat liegt vieles heutzutage an der Software. Wie ihr wisst, haben wir ja ein relativ kleines Team und versuchen damit das Maximalste rauszuholen. In größeren Firmen werden teilweise mehrere Millionen investiert, um aus der Kamera noch das Maximale rauszuholen. Das haben wir ja auch schon ansatzweise gemacht, nicht in den Größenbeträgen, aber wir haben auch schon viel investiert. Wir stehen auch in guten Kontakt mit großen Firmen, die sich im Bereich Algorithmen beschäftigen und da die Kamera verbessern. Und das wird auch nach wie vor noch weiterkommen. Da werden wir das Maximale jetzt schon beim Start rausholen aus der Kamera, wenn das Gerät rauskommt. Aber jetzt auch zum Beispiel beim 6MQ werden wir da auch im Nachhinein noch Dinge nachlegen. Und das werden wir auch weitermachen. Also wir werden, wenn das Schiff von 8 rauskommt, nicht stehen bleiben, sondern werden auch danach noch die Kamera weiter optimieren. Aber das ist mit ein Fokus, dass wir wirklich nicht nur mit eigenen Kräften, sondern auch mit Zulieferfirmen dort wirklich die Kamera als Top-Kamera erstellen, genau. Ja. Eine Frage zur Kamera war noch, wird es auch eine Ultrazoom-Kamera geben? Steht jetzt nicht so im Fokus, ne? Weil wie gesagt, die zweite Kamera, die ist schon ein bisschen mehr Zoom. Aber es ist keine Zoom-Kamera, sondern eine Kamera mit einer anderen Keine Kamera. Ultra-Zoom, das denke ich nicht. Wir gucken mal, falls es doch drei Kameras werden, dann wäre das dritte wahrscheinlich auch eher eine Zoom-Kamera. Aber im Moment sieht es eher so aus, als wenn es dual ist und wir haben ultraweit und normal und ein bisschen Zoom schon, aber nicht kein Ultra-Zoom. Ja. Genau, dann, wir hatten eben noch eine Frage zum Akku, die haben wir übersehen, Carsten. Ja. Das ist, wird dir ein intelligentes Akku-Lademanagement, werden wir das anbieten? Eigentlich hat jedes Phone ein intelligentes Akku-Lademanagement. Also Akkus werden nie 100% vollgeladen, sondern eigentlich nur bis 90%. Mhm. Und es gibt Ladekurven, die genau gucken, was ist gut für die Batterie, wann sie schnell laden, wann sie langsamer laden, langsam ausklingen lassen zum Beispiel. Ja. Und auch am Anfang vorsichtig anladen und dann mehr Gas geben. Genau, das gibt es auf jeden Fall und das wird auch möglichst optimiert eingestellt für die Batterie. Und dann war jetzt hier noch eine Frage, Ben, auch wieder Softwarefrage, Kamera, wird diese Softwareseite Bildbearbeitung Open Source sein? Also was wir auf jeden Fall versprechen, alles, was nicht durch Lizenzen beschränkt ist, werden wir für Open Source veröffentlichen. Also da wir arbeiten sowieso schon recht viel mit Open Source Communities und Custom ROM Communities und so zusammen. Das ist uns ein Herzensanliegen und das werden wir auch dort in dem Bereich machen. Was jetzt in diesem Fall zu machen ist, können wir nicht genau sagen, aber da arbeiten wir auf jeden Fall dran, dass wir so viel wie möglich auch möglich machen können, weil wir auch die Stärke sehen, wie viel einfach die Community dort auch mitgestalten kann und wie viel wir da gemeinsam bewegen können. Das ist echt was für uns was Besonderes und das werden wir auch in den nächsten Jahren weiter vorantreiben. Zu dem Akkumanagement würde ich gerne noch kurz ergänzen, weil das ja auch ein Software-Ding ist. Ich glaube, das ist auch noch tiefer gemeint, die Frage vom Frank Taddy. Und zwar, ob wir die Möglichkeit bieten, und den Usern in der Software einzustellen. Es gibt ja manche, die wollen dann noch sagen, lade den Akku nie auf 85%, höher als 85% auf. Das gucken wir auch, wie viel wir das erweitern können. Das ist immer so ein bisschen eine Schwierigkeit, ob die Treiber das zulassen und wie tief wir da uns in die Software eingreifen müssen. Aber da kenne ich den Alex, unseren Android-Entwickler, der hat da einfach Spaß, auch solche Features noch einzubauen. So viel, wie wir möglich machen können, werden wir auch solche Sachen supporten, weil wir wissen, der Bedarf ist da. Und es gibt Menschen, manche, die das mögen. Aber wie Carsten schon richtig sagt, wir werden es vorher schon so einstellen, dass man eigentlich nichts manuell machen muss, sondern dass das System das schon super handelt. Ja.
Ben, ist es noch eine Softwarefrage nachgekommen? Wenn ihr über das maximale Rausholen sprecht, trifft das dann auch auf den Code von LineageOS zu? Okay, das greift jetzt schon ein bisschen vor zu anderen Themen, aber da kann ich kurz drauf eingehen. Wir arbeiten da eng mit Communities zusammen, sodass wir uns sehr austauschen, dass wir auch Dinge, die wir entwickeln, weitergeben an die Communities und die Communities teilweise an uns Bugs beheben und wir dann halt davon auch profitieren können. Das heißt, diese sind sehr, sehr eng aneinander und wir werden die in der Entwicklung auch dort gucken, dass diese, dass zum Beispiel LineageOS, aber es gibt auch zum Beispiel Calyx, die sehr, sehr aktiv gerade sind und da in dem Bereich auch für unseren 6MQ zum Beispiel so ein richtig datenschutzbasiertes System aufbauen. Und da werden diese Custom-ROMs auch sehr, sehr gut auf unseren Phones laufen. Sehr schön, danke dir, Ben. Nächster Punkt ist der AUX-Anschluss. Für viele ja ein heißes Thema. Heißes Thema. Mhm. Ja, also wir lieben auch AUX-Anschluss. Ich bin froh, dass das 6MQ irgendwie noch AUX-Anschluss hat und haben auch echt sehr gekämpft, sag ich mal, weil wir eigentlich das voll gern weiter supportet hätten. Haben aber beim Design hin und her überlegt und geguckt und haben uns jetzt gegen den 3,5 Klinke-Anschluss entschieden, weil hat mehrere Gründe. Der eine Grund ist, erstens, wir wollen das Phone auch nicht zu riesig machen, auch nicht zu dick und es ist wirklich eng mit dem Platz. Also wir versuchen zu optimieren, wie es halt geht. Nichts verschenkt. Und so ein Port, so ein AUX-Port ist schon richtig Platz auf der Hauptplatine und da geht schon einiges weit drauf und jetzt bei 5G sind halt Antennen nochmal komplexer und wir wollten das Phone jetzt nicht noch riesiger machen oder noch dicker und deswegen haben wir gesagt, eigentlich ist das dann jetzt erstmal wichtiger, vor allen Dingen auch, weil es jetzt viele gute Bluetooth-Kopfhörer gibt, die Sinn machen und weil es genug über Typ C Anschlussmöglichkeiten gibt, wo man dort so einen Dongle dranhängen kann oder einen Konverter, dass ich da dann auch mit dem Kabel, falls ich eben Bluetooth nicht will, wegen Strahlung oder keine Ahnung was, dass ich dann trotzdem noch mit Kabel hören kann. Ja. Genau, und es ist auch noch ein anderer Grund, war bei der Wasserdichtigkeit haben wir auch richtig zu kämpfen und zu knapsen. Das ist gar nicht so einfach, das hinzukriegen mit einer IP-Zertifizierung. Und natürlich, so ein Port ist immer ein Riesenproblem. Und ist zwar immer noch beim TC-Port, da haben wir auch genug zu kämpfen, sag ich mal, aber es ist halt wesentlich einfacher, wenn man nur den Typ-C-Port hat, der ist anders aufgebaut. Bei der Mini-Klinke, da geht quasi das direkt rein und die Anschlüsse, Kontakte sind direkt an der Außenwand, müssen voneinander getrennt sein. Es gibt wasserdichte Ports, aber die sind auch anfälliger, sage ich mal, als richtig gute wasserdichte Typ-C-Ports. Und genau, das alles zusammen hat uns dann dazu bewogen, dass wir gesagt haben, da müssen wir jetzt bei dem drauf verzichten. Ja. Aber es wird richtig gute Adapterlösungen geben. Wir haben ja im Team uns da schon ausgetauscht, sodass das wirklich eine sehr gute, praktikable Lösung geben wird. Genau. Eine Frage, die ich mal zwischenschiebe, die kommt bei uns später in der Liste auch nochmal, aber hat was mit Audio zu tun und auch ein bisschen mit diesem 3,5 Millimeter Klinkenanschluss. Wenn wir den nicht mehr haben, dann wird auch die Radiofunktion wegfallen. Ja, also das Analogradio. Analogradioempfang. Radio-Apps laufen natürlich alle. Ja, natürlich. Radio-Apps laufen natürlich alle, aber wir haben ja bei den Phones, die einen Audio-Jack noch haben, dann auch die Möglichkeit, dass das Kabel, das Audio-Kabel die Antenne ist und dass man dann wirklich Analogradio noch hören kann darüber. Habe ich tatsächlich nie genutzt, aber fand das Feature auch, dachte ich mir, ist doch total cool, aber tatsächlich habe ich es nicht einmal genutzt. Ich habe es mal genutzt. Echt? Mhm. Ja. In Schweden habe ich es mal probiert. Ah, okay. Schwedisches Radio gehört. Schwedisches Radio, okay. Genau. Ja. Ja, weil meistens hat man doch irgendwie ein Radio im Auto oder irgendwo doch unterwegs, wenn man Fahrrad fährt nicht. Dafür wäre es schon ganz cool. Wenn das wirklich so ein absolutes wichtiges Feature ist, dann haben wir aber auch noch das 6MQ im Sortiment. Und das 6MQ wird nochmal richtig gut und besser. Ja. Weil wir wollen das nicht stiefmütterlich behandeln, nur weil jetzt ein neues Phone kommt, was auch cool ist. Aber wir werden genauso viel Herz und Liebe ins 6MQ auch weiterstecken. Genau.
Und das auch, es ist weiterhin eine coole Alternative auch, bin ich der Meinung. Ja. Und wenn man eben noch so alte Sachen haben will, dann hat man eben die Möglichkeit, entweder das oder das zu nehmen. Hat halt dann kein 5G oder muss man halt dann da Abstriche machen. Aber es ist immer noch auch ein cooles Phone. Genau, die Frage haben wir schon ein bisschen beantwortet. Ich gehe nochmal drauf ein. Steht die Akkugröße fest in Milliampere-Stunden und wird es eine größere Variante geben zur Wahl? Kann ich? Ja, kannst du was zu sagen? Genau, also es ist ja jetzt erstmal derselbe Akku. Ja, also von daher wird es jetzt keinen großen Sprung geben, aber natürlich bei jeder Verbesserung an Technologie, also die Batterien entwickeln sich ja auch weiter, nutzen wir natürlich jede Möglichkeit, jede Chance, um in diesen Batterieformfaktor, den wir jetzt haben, eben mehr Kapazität und erweiterte, bessere Technologien reinzubringen. Und das, wie gesagt, ist dann auch rückwärtskompatibel für alle alten Geräte. Ja. Das wird ziemlich sicher auch irgendwann irgendwie kommen, aber jetzt erstmal sind es dieselben Batterien, die auch im 6MQ sind und haben deswegen erstmal nicht mehr Leistung. Frage zum Radio nochmal, ob Radioantenne über USB Typ C nicht möglich ist. Ich glaube, das ist ja ein digitaler Anschluss und das andere ist ja so ein eher ein Analog-Anschluss. Und deswegen hat man die analogen Sachen immer so über den Audioport laufen lassen. Ja. Da gibt es ja auch andere Devices, die man da so reinstecken kann. Der Typ C ist halt rein digital. Ich weiß nicht, vielleicht gäbe es auch irgendwelche Möglichkeiten. Aber jetzt erstmal denke ich nicht, dass das gehen wird. Ja. Das ist ja wie bei allen Sachen, wenn ich mich kurz einschalte, wenn wir während der Entwicklung rausfinden, da geht noch was und wir können zum Beispiel dieses Feature, was wir ja selber mögen und auch einige angefragt haben, noch irgendwo über den AUX-Port und mit Softwarelösungen ermöglichen, dass es wirklich ein reelles, analoges Radio ist und nicht irgendwie über mobile Daten gezogen wird, dann würden wir das natürlich noch einbauen und da gucken wir. Also das heißt, das Versprechen habt ihr von uns, können wir irgendwas besser machen, machen wir es auch nachher noch zusätzlich. Oder wenn ihr sogar an sowas entwickelt und habt da eine Lösung für uns, dann sagt uns auf jeden Fall Bescheid. Thema aber Lautsprecher-Audio. War die Frage, wird es einen Lautsprecher in Stereo beziehungsweise mit Hybrid-Stereo-Modus geben? Ja. Lässt sich einfach beantworten, ja. Aber kann man auch vielleicht noch mal kurz was dazu sagen? Also Audio ist uns jetzt auch ziemlich wichtig bei dem neuen Gerät, weil das war so ein bisschen, also Rückmeldung beim 6MQ war, wir lieben dieses Phone, aber Kamera kann ein bisschen besser werden und Audio. Sprachqualität, Lautstärke, dass man noch lauter schalten kann und Stereo-Lautsprecher, vielleicht ein bisschen mehr Bass oder so, ein bisschen mehr Wumms irgendwie, wäre schon gut. Ja. Und da versuchen wir so das Maximum rauszuholen, was irgendwie möglich ist heutzutage. Was in den Formfaktor auch passt, ne? Weil wir müssen ja bedenken, wir haben Module und es muss natürlich in der Modulgröße, versuchen wir immer das Beste an Audioqualität rauszuholen, haben dem Ganzen aber jetzt auch ein bisschen mehr Raum zugesprochen in dem Phone. Nicht nur im Phone, sondern auch bei Shift generell. Das stimmt, ja. Weil wir haben auch extra, wir haben jemanden eingestellt, der sich richtig gut mit Audio auskennt, also unser Audio-Engineer. Der da auch richtig gut darauf achtet, dass das Device sehr, sehr cool wird. Der war beim 6MQ bei der Konzeption noch nicht bei uns. Mhm. Und jetzt hat er gesagt, will er von Anfang an gleich, dass es richtig cool wird. Und wir wollen gern ein richtig schönes Stereo-Lautsprechersystem. Das heißt, der Ear-Speaker oben, das ist auch ein Speaker, der richtig Bums hat. Das heißt, auch den kann man extrem laut stellen, wenn man will. Also er wird garantiert nicht mehr zu leise sein. Und der macht auch die Stereo, das ist ein richtiger Speaker und nicht nur einfach so ein Receiver, Earpiece oder wie man das dann auch manchmal nennt. Ja. Ja. Ein Audio-Thema schließe ich vielleicht ein, das kam schon ein bisschen ganz am Anfang. Das ist nämlich das Thema zum ASHA-Protokoll. Ja. Für alle, die es nicht wissen, das geht darum, für Leute, die hörgeschädigt sind und nicht so gut hören können, da ist dieses Protokoll sehr wichtig, kompatibel mit Hörgeräten zu sein und dass die Tonübertragung da gut klappt. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das wir auf dem Schirm haben. Generell das ganze Barrierefreie. Da haben wir schon viele kreative Sachen. Vielleicht erzählen wir irgendwann später nochmal genau über diese Dinge, die wir da tun. Da dürft ihr auf jeden Fall wissen, wir haben selbst bei uns bei Shift jemanden, einen Mitarbeiter bei uns, der uns immer liebevoll nervt und das Thema nicht in Vergessenheit geraten lässt. Das ist noch nicht hundertprozentig geklärt, ob das kommen wird.
oder ob das funktioniert. Aber nach jetzigem Zeitpunkt sieht es so aus, als würde es klappen. Und da setzen wir auch alles dran, dass das funktioniert. Ja, ist tatsächlich ein wichtiges Thema, ne? Also nicht nur wegen unserem Mitarbeiter, der selbst betroffen ist, sondern auch, weil wir denken, es ist super wichtig, dass Geräte einfach für alle Menschen nutzbar sind, auch Menschen, die zum Beispiel eine Hörminderung haben. Sehr gut, dann würde ich jetzt sagen, wir gehen von dem Thema Audio zu einem anderen Thema, nämlich dem Thema Killswitch. Wir haben ja angekündigt, dass das Gerät Killswitches haben wird. Damit werden jetzt auch ein paar Fragen, die zwischendrin kamen, noch mit beantwortet. Und ich starte mal mit der ersten Frage. Die lautet, steuern die Killswitches WLAN und Bluetooth? Ist das separat oder ist das wegen eines kombinierten Chips nicht möglich? Das ist noch nicht ganz sicher. Also die Killswitch-Zuordnung, da sind wir quasi noch dran. Und wir sind noch nicht sicher, ob beides gleichzeitig ausgeschaltet wird von den Funktechnologien oder ob man es auch einzeln machen kann. Wenn man es einzeln machen kann, kann ich mir gut vorstellen, dass wir das dann auch tun würden. Wir wollen aber natürlich auch nicht zu viele Killswitches haben, nicht, dass dann aus dem Haus sieht wie so ein Sicherungskasten und man findet sich dann nachher kaum zurecht. Ja. Wir werden versuchen, das möglichst intelligent so zu kombinieren, dass man die wichtigen Sachen einzeln an- und ausschalten kann und die anderen sonst kombiniert. Die nächste Frage wäre zu den, in Klammern, extrem coolen Killswitches würde ich mich interessieren, wo diese liegen. Insbesondere bei dem Switch für die Kamera und Mikrofon wäre es praktisch, wenn diese an einer schnell zugänglichen Stelle, das heißt vor allem außen, wären. Ja, außen ist wegen der Wasserdichtigkeit nicht so ganz. Ja, so, ne? Mehrere Themen. Einmal Wasserdichtigkeit, da wollen wir außen so wenig Schalter wie möglich haben. Und das Zweite ist, wir denken da natürlich auch an Menschen, die in Bereichen arbeiten, wo es wichtig ist, also wo Sicherheit, Datensicherheit, Datenschutz ein großes Thema ist. Und wenn man da die Switches außen hin macht, könnte es sein, man kommt mal dran oder irgendjemand schaltet die mal schnell an oder aus, ohne dass man es bemerkt. Und deshalb war die Idee schon zu sagen, die Killswitches liegen, ich kann es ja mal im 6MQ zeigen, liegen, wenn man das Backcover aufmacht, auf der Innenseite, wo man die dann betätigen kann. Man kommt ja schnell an alles ran und man hat den Vorteil, es bleibt wasserdicht vom Design. Und natürlich wird in der Software dann auch angezeigt, ne, was aus. Man hat auch den Vorteil, dass es auch nicht so mega hässlich wird. Ja, das stimmt. Ja. Vielleicht gehen wir noch kurz drauf ein, Sammy und Carsten, was ein Killswitch überhaupt ist, für die das ja, nicht gehört haben. Ja, das stimmt. Also Killswitch ist erstmal, also auf Deutsch hat nichts mit Umbringen zu tun, sondern es trennt quasi hardware-seitig die Verbindung zwischen zwei Teilen. Und da geht es eben darum, dass ein Bauteil wie eine Kamera dann hardware-seitig getrennt wird von der Hauptplatine und so eben nicht mehr angesteuert werden kann. Ja. Und der andere Punkt ist, da komme ich Ben vielleicht mal vorweg, der würde das jetzt sagen, dass das Betriebssystem heutzutage, also so ein Android, das erlaubt gar nicht einer App, die Kamera aufzumachen und zu filmen, wenn es nicht gleichzeitig angezeigt wird. Also da ist auch softwareseitig heutzutage solche Sicherheitsmechanismen eingebaut, dass eigentlich nichts passieren sollte. Also das auch nochmal als im Hinterkopf behalten, die Killswitches. Die haben viele von euch sich auch gewünscht, auch schon über die Jahre hinweg, die letzten Jahre, auch bei den älteren Geräten, die wir haben. Aber jetzt wird es tatsächlich von unserer Seite aus möglich und da freuen wir uns auch schon drauf. Sehr gut. Und dann war eine Frage zum Thema 5G, was auch mit den Killswitches natürlich zu tun hat. Einmal auch eine Frage hier im Chat. Wird es die Möglichkeit geben, dass man 5G ausschalten kann? Weil es gibt ja Leute, die nicht so begeistert sind von 5G, sich fragen, hey, was macht die Technologie? Hat auf jeden Fall höhere Strahlungswerte als LTE oder andere. Und da die Frage, kann man das separat ausschalten? Ja, das kann man auf jeden Fall separat ausschalten. Also wenn ich sage, ich möchte, dass 5G nicht genutzt wird, kann ich das deaktivieren.
Es geht ganz einfach so über das OS. Ob wir ein extra Kill-Switch, dass es physisch getrennt wird, machen, bin ich noch nicht sicher, aber es geht auf jeden Fall abzuschalten und dann bei Bedarf auch wieder anzuschalten. Ja. Hier ist noch die Frage, ob es einen Case geben wird, um den Akku zu transportieren oder zu lagern. Also ein Case gibt es ja schon. Das ist hier unser Keyboard, da passen ja zwei Akkus rein, die dann immer irgendwie da sind, die man sicher transportiert und dabei hat. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wir auch so ein kleines Case machen, wo man irgendwie Akkus drin hat. Ich habe die Akkus einfach immer in meinem, hier ist ja diese Tasche, 13i, das ist quasi in meinem Rucksack drin. Und hier drin in der Tasche habe ich immer noch vier Akkus, also immer zwei voreinander, so nebeneinander. Und das geht irgendwie auch total gut. Da sind ja auch eigentlich schön geschützt und passiert ihnen eigentlich nichts. Ja. Dann noch eine Frage, Carsten, vielleicht in deine Richtung oder Daniel. Wegen der Kamera, wird das Gehäuse frei von Kammerhöckern sein oder ist das dann so ein bisschen huckelig? Ja, alle unsere Produkte sind frei von ekligen Kamerahöckern oder Kochplatten oder sowas in die Richtung. Ja. Ja. Das Einzige vielleicht beim 6MQ, wir haben einen minimalen Rand, der aber dafür da ist, dass wenn der Bumper drauf ist, bündig mit dem Gerät abschließt. Die Geräte genau, also es darf auf jeden Fall nichts überstehen, wenn der Bumper dran ist. Genau, dann noch eine Frage von einem Daniel, die kann auch unser Daniel dann direkt beantworten. Wo liegt denn der Fingerabdrucksensor im neuen Phone? Ja, die kann ich noch nicht final beantworten. Also wir haben da zwei Möglichkeiten. Wir sind eigentlich sehr zufrieden mit der Bedienung auf der Rückseite, aber wir haben auch jetzt... Bei uns ist der Daniel gerade eingefroren. Bei dir auch, Ben? Ja, der ist gerade nicht da. Ja, mache ich doch einfach mal weiter. Ja. Also wir haben zwei Varianten. Entweder auf der Rückseite wie bisher und das andere ist quasi auf dem Ein-Ausschaltknopf an der Seite, was auch wegen der Wasserdichtigkeit vielleicht nochmal einfacher wäre. Und jetzt übergebe ich wieder an den Daniel. Oder habe ich dir jetzt alles gesagt, was du sagen wolltest? Nee, du hast bestimmt noch irgendwas. Ich bin jetzt völlig immer noch eingefroren. Nee. Ich habe jetzt den Faden verloren. Also die Entscheidung ist noch nicht fertig getroffen. Aber wegen der Wasserdichtigkeit und wegen unserer Schutzhülle, dem Bumper, müssen wir da noch die finale Entscheidung treffen, wie das dann aussehen wird. Also hat beides Vor- und Nachteile. So, genau. Also im Prinzip gibt es ja drei wichtige Möglichkeiten. Das eine ist auf der Rückseite wie bisher, das andere ist der Ein-Ausschaltknopf, das andere ist unter dem Display. Also über das Touch unter dem Display. Das geht ja auch mittlerweile einigermaßen gut. Und wir werden gucken, dass wir da so die beste Möglichkeit finden in unserem Prozess und sagen euch natürlich dann rechtzeitig Bescheid. Dann können wir doch auch gleich auf so andere kleine Sachen eingehen, so Fragen wie zum Beispiel, welche Bluetooth-Version, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 7 ist nicht drin, sondern Wi-Fi 6 vom Standard her 802.11ax. NFC hat das Ding und Benachrichtigungs-LED hatten wir auch als Frage, ob das wieder drin ist oder kommt. Und das würden wir sehr gerne tun. Also wir hätten gerne eine Benachrichtigungs-LED aus verschiedenen Gründen. Genau, Hauptgrund ist auch, dass es für gehörlose Menschen ein gutes und wichtiges Feature ist, dass man eben diese Benachrichtigungs-LED auf der Vorderseite hat. Rückseite könnte man ja auch die Flashlights nehmen. Aber wenn meistens legt man das vorne ja mit der Display-Seite nach oben hin und dass man dann diese Benachrichtigungs-LEDs hat, ohne dass das Display anspringen muss, das ist uns schon ein wichtiges Anliegen. Deshalb wird das sehr, sehr wahrscheinlich kommen. Vielleicht noch eine kurze Rückmeldung. Ich sehe gerade im Chat, da sind viele Rückmeldungen. Vielen Dank da auch für eure Infos oder Erfahrungsberichte zu dem Sensor an den verschiedensten Punkten. Wir sichern uns auf jeden Fall den Chat und auch wenn ihr sonst Infos habt, Erfahrungsberichte, gerne uns weitergeben. Das haben wir immer schon berücksichtigt und da gucken wir auch weiter, dass wir keinen Murks machen, sondern es am besten richtig schön machen. Ja, sehr schön. Dann war eine Frage noch, können wir mal zwischenschieben zum Zubehör. Wird es auch so eine Otterbox geben oder so einen Schutz wie beim Catphone für das 8er
Also eigentlich, wenn wir das mit der Zertifizierung hinbekommen, ist ja das Phone schon Wasser- und Staub geschützt. Wenn man da den Bumper noch drum macht, ist es auch ziemlich robust gegen Stöße. Also es müsste eigentlich auch ohne das schon richtig, richtig gut für sowas nutzbar sein. Falls wir den Eindruck haben, da kann man noch mehr rausholen, wenn man noch so eine Otterbox macht, dann gibt es das vielleicht auch noch nachher als Zubehör. Aber jetzt erstmal würden wir erstmal gerne gucken, was für Impact wir da aushalten können. Und der nächste ist vielleicht auch, kann man auch gleich mit dazu packen, eine Funklochtasche. Ja. Also eine Tasche, wo man das Handy reinpackt und dann kann kein Funk das Handy mehr erreichen. Mhm. Also da ist eigentlich am besten, man stellt einfach den Flugmodus an, dass das Handy nicht mehr erreichbar ist. Lieber so rum, weil wenn ich es in eine Funklochtasche mache, dann kann ich das Phone in so richtig krasse Schwierigkeiten bringen. Also erstmal wird es losballern wie verrückt. Das heißt, es wird auf volle Sendungsleistung gehen, weil es denkt, oh, ich habe keinen Empfang, ich habe keinen Empfang. Und wird richtig rausballern und maximal Strom verbrauchen auch und auch schön warm werden. Ja. Und Strahlung ohne Ende fabrizieren zwar da drin, es kommt dann vielleicht nicht ordentlich raus, aber das ist eigentlich nicht so die tolle Lösung. Nee. Da müsste man nochmal gucken. Wir haben die auch schon im Test bei uns und haben genau das probiert. Ja. Und also genau das passiert, man macht die rein und ihr müsst euch das so vorstellen, das Handy denkt dann, wie Carsten es gesagt hat, oh, ich habe keinen Empfang, hier ist ganz, ganz wenig Sendeleistung, ich muss jetzt meine Sendeleistung erhöhen. Das heißt, der SAR-Wert des Telefons wird erhöht, der Akku verbraucht sich super schnell. Deshalb denken wir, sind diese Taschen, das ist gut gedacht und wichtig gedacht, aber eigentlich machen sie. Man muss so, wenn man es, bevor man es reinmacht in so eine Tasche, muss man sowieso den Flugmodus anmachen. Hm. Oder das Handy, wenn man es ausschaltet, dann ist es aber auch egal, dann brauche ich es auch eigentlich gar nicht in die Tasche stecken. Und man kann bei uns ja auch die Killswitches anmachen und dann ist er sowieso aus. Also brauchen wir eigentlich gar keine so eine Tasche, ne? Nee, eigentlich nicht. Ja. Also wahrscheinlich gibt es die da nicht. Nee. Weil das wäre, glaube ich, auch. Also nicht von uns, die gibt es ja aber auch von anderen Herstellern. Und da kann man, wenn man das gerne möchte, kann man die natürlich nutzen. Wird bestimmt da reinpassen. Ja, ja, definitiv. Wenn es anfängt zu brennen, läuft es nicht über unsere Garantie. Nee, Quatsch. Displayport über Typ C, schon beantwortet, fragt jemand, weil er nicht den ganzen Stream bisher verfolgen konnte. Gehen wir gleich noch drauf ein. Ne? Kommen wir gleich noch. Aber kann man schon mal. Können wir aber jetzt schon beantworten. Spoilern, ja. Funktioniert. Genau. Ja, geht ja beim 6MQ auch schon und deshalb auch bei dem neuen Phone. Aber es wird noch wesentlich besser beim neuen Phone sein, dass es wesentlich besser unterstützt ist. Ja. Beim 6MQ gibt es noch so ein paar Nachteile, wo nicht alles voll unterstützt ist. Die Benachrichtigungs-LED wird die RGB sein oder einfarbig. Wahrscheinlich RGB wie beim 6MQ auch. Ja. Ne? Denke ich. Genau. Hier ist noch eine Frage zum Display, die können wir noch zwischenschieben. Ob das beim 6MQ ist dem User das Display mehrfach gebrochen und ob das Display besser wird, also ich nehme an stabiler die Frage. Ja. Und das ist die Frage vom Anfang, je nachdem, was für Technologien man verwendet. Ne? Also die OLED-Technologien sind einfach anfälliger tatsächlich und oft bricht ja gar nicht das Glas, sondern die OLED-Einheit darunter. Das stimmt. Allerdings hat sich auch einiges getan in den letzten Jahren und die sind wesentlich stabiler geworden und das Display, was wir jetzt auswählen, ist schon stabiler. Mhm. Und wir machen auch noch eine extra Schicht hinter das Display, um das Display zu schützen von innen. Okay. Das wird auf jeden Fall wesentlich stabiler sein als beim 6MQ. Davon kann man ausgehen. Egal, welche Technologie man wählt, beide sind stabiler als 6MQ. Noch auch. Vorhin kam noch eine Frage, die haben wir noch nicht beantwortet. Wie lange wird es Ersatzteile geben für das Phone? Wir sagen ja, garantieren mindestens 5 Jahre. Wir können das erweitern, weil wir uns jetzt sicher sein können, dass wir auch 7 Jahre locker schaffen werden. Unser Ziel sind 10 und mehr. Das können wir noch nicht versprechen. Genau, also was wir schon versprechen können, ist 10 und mehr, wenn es nicht unbedingt neue Teile sein müssen. Ja, das stimmt. Weil wir haben ja auch Second Life-Markt, wir nehmen ja auch Geräte zurück. Und können natürlich auch Teile von gebrauchten Geräten dann zur Verfügung stellen. Noch eine Frage, die zum Display kam, welche Technologie wir empfehlen und ob es auch variable Bildwiederholraten, also Raten geben würde. Zu den Bildwiederholraten
Wenn ja, das kann ich kurz was sagen, genau, Bildwiederholung verraten. Wir lieben sowas, dass wir einfach Sachen einstellen können und dass die variabel sind. Generell bei allen Themen, wir sind jetzt gerade ganz am Anfang oder nicht ganz am Anfang, wir haben uns schon viel mit beschäftigt, wir haben schon viel geplant, aber das werden wir dann nachher in der ganzen Umsetzung sehen, was möglich ist. Und das ist halt auch ein Ding, was wir uns angucken, und wenn es möglich ist, werden wir auch sowas einstellen, weil das ist natürlich auch intelligent, dann, wenn man es braucht, eine hohe Bildwiederholrate zu haben, und dann, wenn wir es nicht brauchen, runterzuregeln, um da Energie zu sparen, nehmen wir auf jeden Fall mit auf oder beziehungsweise haben wir sowieso schon im Blick. Beziehungsweise, ich glaube, was auch gemeint ist damit, Ben, ist, dass man das nicht regelt, sondern es ist automatisch, wenn ich scrolle, dann geht er auf 120 Hertz, und wenn ich dann lese und scroll nicht viel, dann geht er auf eine ganz langsame Refresh-Rate automatisch. Also alles, was auch Android da unterstützt an Technologien, werden wir natürlich auch versuchen zu nutzen und einzusetzen. Da müssen wir noch mal ein bisschen gucken, wie, in welcher Form wir das machen können, aber geben wir natürlich an euch weiter, wenn es für uns möglich ist. Ja. Genau, und die Technologie, welche wir unterstützen, ich denke mal, das hängt immer davon ab, in welchem Einsatz oder wie, was man persönlich auch mag. Wenn man halt sehr, sehr fein mit so einem Gerät umgeht und lieber auf eine bessere Bildqualität setzt und Strom sparen möchte, dann ist AMOLED halt ganz gut, weil das ist energieeffizienter. Wenn einem aber häufiger mal das Gerät runterfällt und man braucht so ein richtiges Rugged Phone und will noch nicht so eine Otterbox kaufen, dann ist vielleicht besser, wenn man ein IPS-Display hat, weil das ist halt in sich von der Technologie ein bisschen robuster, verbraucht aber ein bisschen mehr Strom. Also ich glaube, das ist so persönlich, muss jeder so seinen Weg da finden. Wie ist das eigentlich mit einem Tausch, wenn ich das 6MQ ja gegen das Chipphone 8 eintauschen möchte? Genau, kann ich was zu sagen? Man kann ja bei uns immer tauschen und upgraden. Zu jeder Zeit kannst du, das ist ja das Coole bei Shift, man muss sich ja nie an ein Gerät binden, ewig lange. Wir wollen ja, dass die Geräte so lange wie möglich genutzt werden, aber das muss ja nicht bei einem User sein. Das heißt, wenn du jetzt sagst, so die Zeit vor meinem Shift 6M oder 5ME oder auch 6MQ ist zu Ende, mich begeistert jetzt irgendwie das Shift von 8, ich würde da gern wechseln, wenn es dann auch da ist, ist das jederzeit möglich. Und natürlich auch ein Downgrade, wenn man sagt, ach so, nö, eigentlich brauche ich jetzt das doch nicht, sondern mir reicht ein einfacheres Phone, dann kann man auch wieder zu einem 5ME wechseln und wieder zurück. Also jederzeit möglich. Das ist glaube ich, was Einmaliges bei Shift. Das macht sonst eigentlich kein Hersteller. Weil wir denken auch, es ist doch super, wenn du ein Shift-Phone nicht mehr benötigst und es uns zurückgibst und wir können es gebraucht verkaufen und dann jemanden zur Verfügung stellen, der sich vielleicht kein neues Gerät leisten kann, dann können wir eben so auch einen größeren Impact gemeinsam schaffen. Ja, also wenn man das quasi als System denkt, mit allen Usern gemeinsam, ist sogar jemand, der upgradet auf ein neues Gerät, sogar noch nachhaltiger letztendlich, weil er hilft anderen, die sich sonst nicht hätten leisten können, ein gebrauchtes, reparierbares Phone sich leisten zu können, und nicht ein refurbished anderes Phone, was, wenn es runterfällt, wieder nicht reparierbar ist und dann halt Elektroschrott wird. Von daher, dieser Aspekt wird manchmal, wenn man sagt, ich kaufe mir gebrauchte Phones oder ich nutze mein Phone so lange wie möglich, wird da manchmal so ein bisschen nicht beachtet. Und deswegen ist ein ganz wichtiger Aspekt eigentlich, dass man weiß, man ist überhaupt nicht weniger nachhaltig, wenn man bei Shift ein Upgrade macht. Eben deswegen, weil wir maximal lange jedes Gerät nutzen und auch kein Geschäftsmodell daran hängen. Das heißt, die sind dann auch nicht teurer oder so, sondern wesentlich günstiger. Und wir geben es ja zu dem Wert, wie wir es aufkaufen, mit einer ganz kleinen Bearbeitungsgebühr höchstens, geben wir es weiter an die nächste Person. Und wir haben Wartelisten. Also wir haben Wartelisten von Menschen, die sagen, ich hätte gern ein gebrauchtes 6MQ. Wesentlich mehr Leute, die eins gern hätten, als was wir hier zusammenkriegen. Deswegen, jeder, der upgradet, ist ein Segen für andere, die ein reparierbares Phone sich sonst nicht so einfach leisten können. Ja. Da können wir die nächste Frage anschließen, die geht in die Richtung generell die Frage, wann werden denn Second-Life-Geräte verfügbar sein? Tatsächlich sind die verfügbar, allerdings machen wir das oder haben wir gestartet damit, das so hier in der Region, so im erweiterten Freundes- und Bekanntenkreis erstmal anzufangen, um Erfahrungen damit zu sammeln. Weil wir wissen ja nicht, was für eine Geschichte so ein Gerät hat. Ne? Ob das schon, natürlich prüfen wir alles, bevor wir die Geräte rausgeben, aber da wollten wir erst mal Erfahrung sammeln, bevor wir das Ganze öffnen. Und dann ist es gut, die Leute sind hier in der Nähe, ne? Es geht irgendwas kaputt, die Leute kommen einfach schnell vorbei, wir reparieren es hier.
Das war einfacher. Und jetzt sind wir aber so weit, dass wir sagen, wir haben genug Erfahrungen gesammelt, sind auch selbstbewusst mit und können sagen, die Fonds funktionieren auch noch bei einem zweiten oder dritten oder vierten User gut. Und wir können da eben trotzdem auch noch ein Jahr Garantie drauf geben und das als ein gutes, gebrauchtes Gerät verkaufen. Genau, also die werden demnächst auch für den Second Life-Bereich auch online gehen. Das sind dann die, es gibt auch verschiedene Grades von Second Life und quasi die ersten Grades Second Life, die quasi ja noch ziemlich ähnlich den Neugeräten sind, richtig gut gepflegt, also diese A-Grade von den Second Life-Sachen, die wir zurückkriegen, die wollen wir in den Shop stellen. Und die anderen B- und C-Grade und so, die sind eher auch noch Regionalding, einfach weil sie anfälliger sein können und wir einfach für die Umwelt, man muss nichts hin und her schicken, man kommt vorbei. Genau, es erreichen uns auch ganz viele tolle Kommentare, da würde ich gerne einfach mal Danke sagen. Der Oliver Elsner schreibt, es wird sein erstes Shift phone und er ist froh, eins bestellt zu haben. Wir sind ein super Team, vielen, vielen Dank. Das freut uns total. Und wir werden nachher auch nochmal alle Kommentare durchgucken. Wir kriegen jetzt nur erstmal alle Fragen rein hier in unseren Chat, dass wir die erstmal beantworten können. Aber ich freue mich schon, später auch mal den Verlauf durchzublättern und alles hinzugucken. Eine Sache sehe ich hier noch gerade mit dem Infrarotmodul. Da ist die Frage, ob man quasi ein Infrarotmodul ins Phone verbauen kann und möchte. Also wir glauben, dass es nicht schlecht wäre, vielleicht das Infrarotmodul als ein Typ C Ersatz, also ein Dongle zu haben. Die sind sehr klein, man merkt die kaum, sieht die kaum, kann die reinstecken und hat dann quasi Infrarot und ist dann schön modular. Ja, auch für alle, auch für ältere Phones dann noch ansteuerbar. Genau. Jetzt beim Shift Phone 8. In Zukunft kann man sich auch vorstellen, dass da noch andere Sachen möglich sind. Da nicht so viel zu sagen. Okay. Kommt erst noch. Vielleicht gibt es eine Sache, die ihr verraten können oder die wir verraten können. Es kam nämlich noch eine Frage zur CPU, ob wir schon genauere Details zum SoC sagen können und verkünden dürfen. Ich denke, wir sind ja mittlerweile da schon so weit, dass wir das weiter sagen können. Ich denke auch. Ja, also wir machen uns da natürlich viele Gedanken und hatten noch ein bisschen überlegt, was wir machen. Wir hatten ja verkündet, es wird ein Qualcomm-Prozessor, was uns total wichtig ist, damit wir auch guten Software-Support bieten können. Damit mit dem Qualcomm-Prozessor kriegen wir es deutlich besser hin. Wir haben dann jetzt gesagt, dass wir einen 700er-Prozessor rausbringen und jetzt genau bringen wir den 778, also 778G raus, eventuell die Plus-Variante, da gucken wir noch gerade, wobei die ohne Plus genauso gut ist, sind ungefähr gleich relativ kurz nacheinander erschienen, also ein Octa-Core-Prozessor, der sehr performant ist und aber ein bisschen günstiger, sodass wir das Gerät auch vom Preis günstiger machen können. Das war auch oft eine Frage, ne? Wie könnt ihr denn den Preis günstiger machen als XMQ? Und das ist einfach, weil der SoC günstiger ist, wir den einfacher beschaffen können. Aber ja auch einer ist, der in vielen anderen Geräten und Geräteklassen auch verwendet wird und dadurch auch ein längerer Software-Support möglich sein wird. Ja, vor allen Dingen, den wir jetzt auswählen, ist auch im IoT-Bereich richtig weit verbreitet. Das ist eigentlich so der am längsten supportetste als Garantiezusage von Qualcomm, den sie jemals gab. Und das hat uns halt auch noch zusätzlich überzeugt. Aber der passt auch eigentlich genau von der Leistung und so von dem haben wir den Eindruck, das ist er einfach. Also da sind wir uns jetzt schon sehr sicher, dass wir den gerne nehmen wollen. Ja. Genau, vorhin kam auch die Frage, was ist denn, wenn das Phone fertig wird und Android 14 dann schon irgendwie Thema ist, können wir dann darauf auch upgraden? Sobald das möglich ist, geben wir unser Bestes, dass wir da so schnell wie möglich die Upgrades machen können. Es wird beim 6MQ jetzt auch bald ein Upgrade geben. Wie gesagt, wir sagen noch nicht, welche Version. Das wird noch eine schöne Überraschung. Aber es ist uns einfach ein großes Anliegen, da wo es Sinn macht, neue Versionen anbieten zu können. Bei den Qualcomm-Geräten ist es einfacher als bei den älteren, also 6M, 5ME hat ja noch einen MediaTek-Prozessor, wo das einfach schwieriger ist. Die sind da nicht so offen und bereit, da Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Und da werden wir aber auch Updates weiter zur Verfügung stellen,
Da sagen wir vielleicht an einer anderen Stelle noch mal ein bisschen was zu, weil das sind keine Geräte, die wir vergessen, sondern die werden natürlich weiter im Fokus bleiben. Vielleicht noch ganz kurz zu der Android-Version. Wir starten jetzt natürlich mit Android 13, weil aktuell ist Android 14 noch nicht raus. Ja. Die wird ja offiziell jetzt erst dieses Jahr, Ende des Jahres, released. Aber je nachdem, wann das Gerät rauskommt und wie viel Zeit wir haben, schaffen wir vielleicht noch vor Release den Sprung, tendenziell vermutlich aber erst kurz danach. Aber das werden wir auf jeden Fall im Blick haben, das Gerät dann auch auf weitere Android-Versionen hochzuziehen. Ja. Und die Frage war auch, wir haben ja auch nicht nur das normale ShiftOS, sondern auch immer noch das ShiftOS Lite, also ohne Google-Zertifizierung. Ja. Und da war die Frage, ob wir auch zum Beispiel das Shift 8 ab Werk mit Lineage oder mit anderen Betriebssystemen ausliefern können. Und da ist es so, dass Google uns das verbietet. Also wenn wir ein Google-zertifiziertes Gerät rausbringen, dann dürfen wir nicht noch parallel ein nicht Google-zertifiziertes Gerät rausbringen auf Android-Basis. Ja. Man könnte eine komplett andere Ubuntu Touch zum Beispiel so, aber eben nicht Android-basiertes Betriebssystem ohne Google. Dürfen allerdings, wir nicht ausliefern, genau. Genau, allerdings wollen wir das natürlich ermöglichen und tun auch alles dafür, dass es richtig gut läuft und so. Was wir aber machen, ist, dass wir das sich selber zu installieren immer einfacher machen. Also das ist dann kein Hexenwerk mehr, ist dann nicht so nur noch für Nerds, sondern das wird in Zukunft auch immer einfacher werden. Das habe sogar ich hingekriegt beim 6MQ. Super easy, wirklich mit wenigen Klicks, sehr gut funktioniert. Lineage habe ich getestet drauf und unser ShiftOS Lite natürlich auch, die sich ja auch recht ähnlich sind. Und Ubuntu Touch habe ich auch schon drauf gehabt. Also ich habe alles mal durchprobiert. Wegen dem Updates nochmal kurz auch eine Frage, die kam, in welcher Frequenz wir das vorhaben zu machen. Generell haben wir bei allen Geräten durchweg den Plan, alle 2 Monate spätestens ein Update zu machen. Jeden Monat das zu machen, wäre ein Traum, aber das ist total schwierig. Hier hinter mir seht ihr zum Beispiel die ganze Teststation, da müssen über 2 Millionen Tests durchgeführt werden, das für jedes Update. Das ist sehr, sehr schwierig, das in der Zeit zu schaffen, deswegen alle 2 Monate. Teilweise kommt es auch dazu, dass es mal 3 oder 4 Monate dauert, aber dann hat es einen Grund. Zum Beispiel jetzt beim Shift 6MQ gab es jetzt 3 Monate kein Update mehr oder ein bisschen länger. Aber das liegt daran, dass wir uns jetzt sehr, sehr fokussieren und konzentrieren darauf, dass es das Feature-Update auf eine neue Android-Version gibt. Und je nachdem, an welcher Stelle wir arbeiten, wird die eine Situation länger oder braucht ein bisschen Zeit. Aber auch da wird es wieder Updates geben und auch in Zukunft werden wir die Geräte immer so alle 2 Monate updaten. Ja, es gab noch eine Frage, die hatten wir vorher auch nicht beantwortet. Jetzt kam noch eine zum Shift MU. Die hatte ich gesehen, die ist jetzt bei uns schon wieder draußen. Da ging es aber darum, wenn wir jetzt das Shift Phone 8 machen, bremst das die Entwicklung vom MU aus? Und jetzt hier ist noch eine zweite Frage und die kann man vielleicht koppeln auch zum MU, ob da nicht der Snapdragon 8 der zweiten Generation der richtige Prozessor wäre fürs MU. Vielleicht willst du dazu was sagen. Mhm. Ja, also wir wollen, dass das MU so richtig gut wird und es soll ja tatsächlich dann meinen Computer ersetzen, Tablet ersetzen, also im Prinzip alles, was ich habe, soweit ersetzen, außer irgendwelche Spezialsachen. Und da wollen wir halt auch, dass das auch richtig gut ersetzt. Also, dass es nicht nur dann irgendwie so gerade funktioniert, sondern dass es genug Grafikpower hat, genug, dass ich wirklich große Bildschirme betreiben kann, ruckelfrei, in voller Auflösung und so weiter und diverse andere Dinge auch vom Betriebssystem her, was dann geht, wie sich's anfühlt und so. Und da sind wir noch nicht. Also selbst mit den 800er-Serie sind leider halt einfach auf Smartphone-Use getrimmt. Sehr spezialisierte Prozessoren. Und wir glauben, dass es eigentlich fürs MU einen Universal Computing-Prozessor braucht. Und deswegen sind wir leider auch jetzt mit dem neuesten 800er-Serie leider immer noch nicht da, wo wir hinwollen. Und es liegt quasi an dem Chipsatz. Wir haben da aber einige Gedanken und Ideen und Sachen, die auch laufen.
sodass wir dem natürlich näher kommen, aber wir wollen natürlich nicht so was Halbherziges machen, das soll dann schon richtig gut werden, wenn wir es jetzt, wenn wir es jetzt angehen. Und wir glauben, dass wir da richtige Ansätze gerade haben und auch Partner langsam finden. Und es ist total spannend, was da passiert. Aber es kann auch sein, dass wir noch ein EU-Projekt machen müssen, wo wir tatsächlich einen Prozessor entwickeln, gemeinsam mit anderen, der dafür eben gemacht ist, eben Hardware, Software, alles zusammen, um das MU so richtig, richtig gut zu machen. Und das ist ein Riesending, ein Riesenprojekt. Und für uns, um die erste Frage zu beantworten, noch ne, langsam, verlangsamt das, diesen ganzen Prozess. Für uns ist jedes Produkt, was wir dazwischen noch machen, quasi immer so eine Lernstufe hin zum Shift MU. Ja. Die Frage ist zum Zeitplan auch noch. Planen wir hier Perfect Case, Ende des Jahres, Auslieferung, oder gibt es auch ein bisschen Puffer, der eingeplant ist? Es gibt Puffer. Bei uns gibt es quasi immer Puffer. Manchmal wird dieser Puffer aber auch weggefressen. Durch Corona zum Beispiel oder durch den Krieg in der Ukraine. Oder durch Partner, die es nicht mehr gibt oder andere schlimme Dinge. Auf jeden Fall haben wir Puffer eingeplant, etwas über 2 Monate. Und wir hoffen, dass wir den nicht komplett ausnutzen müssen und dass wir es tatsächlich dann auch zum Ende des Jahres schaffen. Wir halten euch auf dem Laufenden, wenn wir merken, oh, der Puffer wird enger oder so, dann sagen wir rechtzeitig Bescheid und nehmen euch mit rein. Genau, dann noch die Frage, kann man das Shift Phone 8 über einen USB, über einen USB-Port an einen Hub, Docking Station, externen Monitor verwendet werden? Haben wir schon was zu gesagt? Also es geht über den Typ-C-Port ja sowieso. Geht auch schon beim 6MQ. Genau, und über einen Hub auch. Möglich sein, eine die MicroSD-Karten zu entnehmen, ohne dass man vorher den Akku rausnehmen muss. Für alle, die jetzt nicht wissen, was gemeint ist, beim 6MQ ist es ja so, dass sich hier diese MicroSD-Karte nur entnehmen lässt, wenn ich auch vorher den Akku rausgenommen habe. Das müssen wir sehen, können wir noch nicht genau beantworten. Hat ein bisschen was mit dem Bauraum zu tun, wie gut wir das ausnutzen können. Das war doch noch eine andere Sache. Also wenn du es live im Live-Betrieb entnehmbar machen willst, darfst du es auf keinen Fall so formatieren, dass es als internes Medium benutzt wird. Genau. Weil sonst hat dein Phone ein Problem. Das ist richtig. Und die Option hat man ja jetzt noch. Hat man jetzt auch. Die müsste man dann opfern. Ja. Also wenn man sagt, man möchte so ein Live-SD-Karte rein-raus-Ding machen, dann gibt es diese Option auf jeden Fall nicht mehr. Die muss man dann abschalten. Noch eine weitere Frage, inwiefern unterscheidet sich das Shift Phone 8 überhaupt vom Shift 6MQ? Haben wir schon versucht, ein bisschen zu beantworten, um es auf den Punkt zu bringen. Unterschied ist, 5G wird das Shift Phone 8 haben, das hat das 6MQ nicht. Das Shift Phone 8 wird Kill-Switches haben, die Wasserdichtigkeit und ist eben vom Prozessor her was anderes. Das 6MQ hat ja den 8er Prozessor, das Shift Phone 8 hat den 7er Prozessor drin, also ein obere Mittelklasse Prozessor. Dafür ist eben der Preis auch ein günstigerer, weil das tatsächlich auch viel als Feedback kam. Ne, gesagt, hey, 6MQ, tolles Gerät, aber ich kann es mir einfach nicht leisten. Und deshalb wollen wir da gerne auch mit drauf eingehen, weil es bringt ja nichts, wenn wir tolle Geräte haben, aber unsere Kunden können sich die nicht leisten und wir wollen ja die Geräte für euch bauen. Ich sehe noch eine Sache mit UART ohne Löten. Ben, ich würde sagen, das ist so eine Ben-Frage eigentlich. Ja, sehr gut, weil ich noch an die letzte Frage anknüpfen muss. Eine Sache, die auch noch ganz neu ist, ist eSIM. Das haben auch für sich viele gewünscht. Das ist halt auch mit eSIM kann man ja 2, 3, 5, 10 SIM-Karten reinmachen, ohne dass man Hardware-Karten braucht. Es wird nach wie vor auch noch die Hardware-SIM-Karten geben bei uns. Ob es jetzt 2 oder nur eine gibt, das müssen wir ein bisschen so gucken. Auf jeden Fall soll es mehrere SIM-Karten möglich sein und unter anderem halt eSIM. Mit UART, das ist jetzt ein bisschen was Spezielleres, da geht es eher, wenn es dann um Weiterentwicklung der Geräte geht, wenn jemand ein Custom-ROM anpassen möchte oder irgendwelche Fehler auslesen möchte und so. Aber das machen wir auch schon aus eigenem Interesse, das werden wir so leicht wie möglich zugänglich machen. Also es wird ohne zu löten über den USB-C-Port auch UART ermöglicht sein. Dann haben uns auch ganz viele tolle Kommentare erreicht und dafür sind wir echt super dankbar. Genau, viel, viel Dankbarkeit, was uns entgegengespült wird und das motiviert uns total. Also das ist echt so ein, dürft ihr euch vorstellen, wie so ein Motor,
Also vielen, vielen Dank auch für alles Schöne, was ihr zurückschreibt, neben irgendwie Wünschen und Ideen zu den Geräten. Ich habe noch eben eine Frage gesehen in Bezug auf Modularität, ob unser Phone auch ein bisschen mehr so wie das Fairphone modular wird. Das bedeutet wahrscheinlich, ich würde das so interpretieren, dass es nicht jetzt irgendwie 30 Module sind, sondern 3 Module oder 4, mhm, die dann so ein Housing drum haben mit einem Label und Beschriftung, mhm, und so weiter. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Unterschied zwischen Fairphone und uns. Ja. Wir sind eigentlich froh, dass wir das nicht haben. Das ist zwar gut fürs Marketing und erstmal so gamifiziert und sieht erstmal cool aus, aber eigentlich erzeugt man damit unnötigen Müll. Mhm. Man macht das Gerät klobiger, man hat mehr Herstellungskosten, es ist schlechter fürs Klima, es ist schlechter für ganz viele Sachen. Man kann auch manche Teile nicht mehr so modular, feinmodular austauschen. Das heißt, ich habe dann ein Gehäuse, da ist alles drin, da komme ich noch schlechter dran. Da kann ich das ganze Gehäuse nur austauschen. Das heißt, viele Teile, die da drin sind, die eigentlich noch gehen, wandern dann mit in den Müll oder zu früh ins Recycling oder so. Also wir würden als Shift gerne bei der maximalen Modularität bleiben. Auch wenn es erstmal nicht ganz so gamifiziert aussieht und nicht so, wow, geil, ich will das jetzt jeden Tag auseinander und zusammenklicken, weil darum geht es uns ja gar nicht. Wir wollen ja nicht, dass jeder irgendwie zeigt, wie cool kann ich mein Gerät auseinanderbauen. Das ist total schön, wenn das so ist, aber eigentlich soll es ja darum gehen, wenn es mal kaputt ist, dass ich dann möglichst effizient und günstig und nachhaltig das Gerät reparieren kann. Deswegen machen wir das. Ein NFC-Chip gibt es natürlich auch. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Ja. Ja. NFC hat es. NFC hat es, genau. Hatten wir es hier schon stehen, aber vielleicht haben wir es nicht gesagt. Kann sein. Und noch eine Frage, die ja immer wieder aufkommt bei unseren Usern, was ich auch total cool finde, ist das Thema SAR-Wert. Können wir dazu was sagen? SAR-Wert werden wir natürlich gucken, so gut wie möglich zu optimieren, wie wir das quasi immer schon gemacht haben. Was eine Herausforderung ist, ist natürlich 5G. 5G ist natürlich, also es wird einen schlechteren SAR-Wert haben müssen als das 6MQ, weil 5G natürlich viel mehr ballert als 4G. Wenn man das auch abschaltet oder abschalten will, wir würden auch gerne die SAR-Werte getrennt angeben, weil das gibt es meistens nicht. Mhm. Wir würden gerne viel granularere SAR-Werte angeben, dass man eben weiß, wenn ich jetzt 5G abschalte, was habe ich dann für einen Wert? Wenn ich es anschalte, wie habe ich dann den Wert? Und auch, in welchen Netzen verwende ich es? In welchen Bändern verwende ich es? Und da gibt es nämlich ganz viele wichtige Zusammenhänge und auch zum Beispiel zu Sachen wie, wie rum halte ich mein Smartphone? Ich meine, wenn ich es ans Ohr halte, gut, das ist das eine. Aber wir haben ja so einen Schutz schon eingebaut. Das heißt, das Display hat auf der Rückseite so eine Metallfläche, auch wegen der Stabilität, aber eben auch, um Strahlung abzuhalten. Das heißt, wenn ich es mir ans Ohr halte, wird mein Kopf geschützt vor der Strahlung und die Strahlung geht quasi nach hinten, nach hinten weg. Also die Strahlung geht nach hier weg und nach vorne gibt es eben weniger Strahlung. Also ein bisschen wie so eine Nierencharakteristik kann man sich vorstellen. Genau, und deswegen ist eben auch total wichtig, wenn ich es mir in die Hosentasche stecke, dass ich es nicht mit der Rückseite zum Körper in die Hosentasche stecke, sondern immer mit dem Display zum Körper. Deswegen ist auch hier die Seite extra flach und glatt und die hintere so schön rund, weil die in der Hosentasche nicht so drückt. Und man will es automatisch eigentlich immer mit dem Screen zum Körper reinstecken. So ist das nämlich auch extra designt. Deswegen machen wir auch nicht so runde Ecken oder so, dass man das immer spüren und fühlen kann. Und genau, dann hat man weniger Strahlung Richtung Körper, wenn man das halt beachtet. Und das wollen wir eben alles auch getrennt angeben, weil leider, wenn man jetzt auf diese Listen geht von hier Strahlenschutz, Bundesamt für Strahlenschutz, dann hat man irgendwelche Listen, aber die sind weder überprüft, noch korrekt, noch richtig gut sortiert. Verschiedene Abstände gemessen, dies und das, also die sind ganz wenig aussagekräftig für wie strahlt mein Handy wirklich im echten Leben. Was sie da nur angeben, ist der Obergrenzenwert. Das heißt, wenn mein Gerät in maximaler Leistung ballert, auf allen Netzen, quasi vergleichbar mit Vollgas. Das heißt, wir haben gar keinen Durchschnittsverbrauch auf 100 Kilometern, sondern da steht einfach nur der Wert, was kann mein Auto maximal verbrauchen, wenn ich bei maximaler Belastung Vollgas gebe. Das ist der Wert, der da steht. Und das macht einfach ganz wenig Sinn, leider.
Ich meine, es hilft schon mal, wenn man weiß, da gibt es eine gewisse Obergrenze und das pustet nie mehr als das raus. So, das ist für Gesundheit und so schon. Aber genau, ich glaube, das reicht erstmal. Genau. Ich habe noch mal eine Frage gehabt, die ganz am Anfang war, ob das jetzt heißt, dass auch bei Schiff von AUX aussterben wird, wegen dieser Entscheidung, oder ob es für spätere Geräte wieder verfügbar sein wird? Kann auch später noch sein, wenn man da die Möglichkeit hat, das möglichst klein zu verbauen oder wir nochmal irgendwie Platz gewinnen können, dass das nochmal wieder zurückkommen kann. Ne? Kann ich mir schon vorstellen. Wird, glaube ich, bei jedem Gerät neu entschieden. Genau, dann noch eine Frage. Sind die Module mit vom 8er mit dem 6MQ kompatibel? Zwecks Nachrüstung, Reparatur alter Geräte. Batterie haben wir schon drüber gesprochen. Batterie haben wir drüber gesprochen. Die ist kompatibel. Ja. Selfie-Kamera wird, das haben wir auch noch nicht angekündigt, ne? Auch noch nicht angekündigt. Heute wird so viel rausgeplaudert. Das 6MQ kriegt eine neue Selfie-Kamera, und zwar die Selfie-Kamera vom 8er. Das heißt, man kann auch das 6MQ mit dem 8er upgraden. Damit haben wir das Thema im Bereich Selfie-Kamera beantwortet. Wir tun das, wo wir es können, aber es geht natürlich nicht immer, weil es ist natürlich ein anderer SoC, andere Antennendesign wegen 5G. Es ist halt schon auch echt ein anderes Gerät, und deswegen muss man halt irgendwie gucken, da wo es möglich ist, machen wir das auf jeden Fall. Zum Beispiel die Schrauben. Jede Schraube ist gleich schon immer in der ganzen Geschichte von Shift, vom ersten Shift-Phone bis jetzt, immer die gleiche Schraube, der gleiche Kopf, die gleiche Länge. Sogar im Shift 13, obwohl wir da auch Kreuzschlitz, man darf ja wählen, ob man Kreuzschlitz oder Torx möchte. Aber auch da sind die Schrauben gleich lang und auch kompatibel. Ja. Genau. Jetzt würde ich sagen, Dankeschön für eure Aufmerksamkeit, dass ihr so lange durchgehalten habt und so viele wichtige Fragen auch gestellt habt. Daniel, vielleicht kannst du noch mal die letzten mit den Herzen, die schönen Antworten oder Kommentare kurz vorlesen, und dabei dürfen Simon und Carsten einfach genießen, was gesagt worden ist. In der Zeit. Das kann ich gerne tun. Also die Chrissy Bach, die sagt zum Beispiel, richtige Richtung, sehr wichtig, finde ich echt gut. Und Samuel hat es vorhin auch angedeutet mit dem Motor. Also es gibt uns einfach immer wieder Motivation und Kraft. Also gerade die Kollegen im Support, die kriegen immer wieder natürlich auch die Anrufe und die Mails, wo es halt mal was nicht läuft. Aber immer wieder, und das rechnen wir euch hoch an, kriegen wir auch Feedback, dass es einfach schön ist, mit uns zusammenzuarbeiten und unsere Geräte zu benutzen. Man kauft Produkte bei euch aus Überzeugung, nicht weil es super billig ist. Als ich gesehen habe, dass ich 14 Euro überwiesen, habe ich 14 Euro überwiesen. Also Leute, haut in die Tasten, das sollte keinem wehtun. Shift MU wird dann die Krönung. Ihr seid wirklich ein klasse Team. Eure Arbeit ist so wichtig. Macht bitte weiter so. So transparent, wie ihr seid, schreibt der Olli. Mega, das schaffen die meisten nicht. Vielen, vielen Dank. Ich finde eure Arbeit wirklich großartig und einfach nur genial. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit meinem Shift 6MQ und freue mich jetzt schon riesig auf das Shift 8. Super klasse, dass ihr die User so richtig hineinnehmt in die Überlegung und dass ihr euch mal auch Zeit nehmt für neue Entwicklungen. Weiter so. Toll. Soweit mal. Vielen, vielen, vielen Dank. Danke sehr. Dann beenden wir jetzt hier offiziell den Livestream. Bis gleich. Ciao. Shift happens.